Langos. Und damit also auch ein Schwergewicht. Langos hier mit den letzten Instruktionen. Und das ist ein bisschen auch eine neue Situation für Albon Perwiczai. Klasse Amateur gewesen, da auch mehrfach bei verschiedenen Titelgewinnen immer zum besten Techniker ausgezeichnet worden, mit großen, großen Hoffnungen und frei zur ersten Runde in die Profikarriere gestartet. Zuletzt dann ein paar Probleme, Lungenentzündung, die da erstmal überstanden werden musste, um dann nun hier wieder in den Ring gehen zu können. Er war im Januar siegreich über Alain Bannongo. Und jetzt also eine relativ lange Pause. Wir brauchen einen Arzt am Ring. Den Ringarzt bitte sofort zum Ring. Neues Management mit dem ehemaligen Klitschko-Manager Bernd Bönte. Man hat sich jetzt eine Menge vorgenommen und in dem neuen Team darf man sich sehr sicher sein, dass da auch einiges mehr geht als zuletzt. Aber auch eine Perspektive. Guten Trainer hat er mit Uli Wegner. Aber natürlich auch Menschen im direkten Umfeld, die Versprechungen machen und die dann auch halten und den jungen Mann dahin führen, wo er hinkommen kann. 24 Jahre, 12 Siege, 9-mal durch K.O. erfolgreich. Sein Gegner, Dusan Vidicic, 3 Siege, 1 Unentschieden, 2-mal durch K.O. erfolgreich. Da kommt die Rechte durch. Auch er hat einige internationale Amateurmeriten sammeln können. Auch 24 Jahre alt. Keiner, der jetzt zum Verlieren nach Koblenz gekommen ist. Aber muss konzentriert arbeiten. Das kann er. Gute Führhand ist vorhanden. Das Auge ebenfalls. Da nicht die Nerven verlieren. Schön hinterhergehen. Gute Führhand wieder, ganz wichtig. Nach das Nasenbluten hat Vilicic nach Mitte der ersten Runde. Ja, schöner Versuch, da muss man aufpassen. Und Albon Perwiczai hat aufgepasst, dass da nicht die Rechte dann so drüber kippt. Oh, schön, da war die Rechte gerade drin. Gute Aktion vom Gegner aus Bosnien. Und dennoch ist das nach der längeren Zwangspause definitiv eine erste Runde, die natürlich die Punktrichter aller Voraussicht nach für Albon Perwiczai verbuchen werden. Schöne Rechte nochmal und dann die Deckung gleich wieder zumachen. Interessantes Duell im Schwergewicht. Der schöne linke Der Versuch war gut, auch mit der Rechten dann noch hinterher durchzukommen. Allerdings war da Vilicic schon wieder relativ schnell weg. Gute Beinarbeit, die nicht nur in diesem Gewichtslimit natürlich hilft. Trainer macht es vor, die lange Führhand. Ja, so soll es ungefähr laufen. Und auch die lange Rechte nochmal. Nicht nur immer über die Außenbahn es probieren, Second sondern auch mal durch die Mitte kommen. Und das hat ja zum Ende der ersten Runde auch sehr, sehr gut funktioniert. Da hat er einen ordentlichen Treffer ins Ziel bringen können. Allerdings Albon Perwiczai über den Rest der ersten Runde. Der Mann, der hier das Geschehen im Ring bestimmt hat, diktiert hat und da auch daran weiter arbeiten wird. Zwischendurch den Körper nicht vernachlässigen. Aber in der Tat kann man sagen, bei Vilicic sieht das gut aus. Die langen Hände, die
geraden Aktionen. Den Lokalmatador in München gegen Andrej Pesic das Unentschieden rausgeboxt. Also kennt sich ein bisschen aus damit, wie es ist, den Lokalmatador im weitesten Sinne ein bisschen den Abend zu versauen. Dusan Vidicic. Alle Profikämpfe des Bosniers bis hierhin in Deutschland. Talent ist die eine Sache, aber natürlich nach so einer längeren Pause steigst du eben nicht mehr genau da ein, wo du vor der Pause aufgehört hast. Also die Aufbauarbeit beginnt nicht direkt wieder von vorne, aber dennoch gilt es natürlich, einige Dinge erst wieder nur zu automatisieren. Das Distanzgefühl wieder herzustellen. Alle Sachen, die man beim normalen Sparring eben ausprobieren kann, aber die dann im Ring am Ende zu funktionieren haben. Man spürt ein ganz bisschen den Rost durch die lange Pause bei Pervizay. Und dennoch ist er der Aktivere. Wartet vielleicht in der einen oder anderen Phase hier etwas zu lang. Man lässt da Miletic zu sehr spielen, zu sehr Dinge ausprobieren. Es wird auch ein Geduldsspiel, natürlich. Es wird auch über die Konditionen am Ende gehen. 8 Runden wollen erstmal bezwungen werden. Maximal 6 Runden die absolvierte Distanz für Velicic. Und Pervizay mit 2 Fights, die auf die 8 Runden Distanz angesetzt waren. Gegen Dominik Musil ist er dann noch über die vollen 8 Runden gegangen. Das war im vorletzten Kampf und im letzten Kampf gegen Alan Banongo. Waren zwar 8 Runden im Kampfvertrag hinterlegt, aber bereits in Runde 1 war Feierabend. Second out, ringfrei zur dritten Runde. Dritte Runde. Ruhige Anweisungen von Uli Wegner. Die Führhand soll weiter gut kommen. Am linken Auge von Albon Pervizay kann man den ein oder anderen Treffer von Vinicic nochmal nachempfinden. Da ist schon ein bisschen eine Schwellung entstanden. Gut. Auch da war die rechte drin. Er ist sehr offen, Vinicic. Und da gilt es für Pervizay. Aber nicht einfach auch kopflos nach vorne zu gehen. Und das macht er eigentlich gut. Hält die Deckung geschlossen. Lässt sich da nicht zu sehr locken. Lässt sich da nicht zu sehr auf diese Spielereien ein. Sondern wartet ab. Versucht das weiterhin aus der sicheren Distanz mit der guten Führhand vorzubereiten. Thank you.
Das Mitnehmen der Beine, das Umsetzen. Also nicht nur die linke ins Ziel bringen, sondern dann eben auch Beine mitnehmen im Vorwärtsgang. Möglicherweise die rechte ins Ziel bringen. Das ist das, was hier noch fehlt. Gerade weil Velicic kein Gegner ist, der stehen bleibt. Kein Gegner ist, der leicht zu treffen wäre. Und eben auch einer, der dagegen hält, so wie eben gerade. Gute Aktion des Gegners. Also das ist ein ordentlicher Fight. Aber natürlich wird sich Alban Perwitza und sein Team, die werden sich da nicht vom Kampfrekord blenden lassen in der Überlegung, naja, so wenig Kämpfe, der wird schon leicht zu knacken sein. Aber man sieht, das ist schon durchaus ein ordentliches Stück Arbeit. Bisschen höher, Jürgen Langos ermahnt Velicic. Gute dritte Runde. Kapman mit ein bisschen Arbeit, vor allen Dingen geht es um die Kühlung der Augenpartien. Na, links kann man sehen, Markus Schwer ist der Mann, der daran rumdoktern darf. Runde. Ansonsten vor Durchgang Vieren, Uli Wegner noch sehr zufrieden, noch sehr ruhig. Aber es kommt durchaus Gegenwehr von Dusan Velicic, der, das war ja bereits eingangs klar, sich hier einiges vorgenommen hat. Der auch seinen ungeschlagenen Kampfrekord hier nicht einfach so hergeben will. Er will unbedingt gegen Tom Schwarz antreten, Alban Perwitza. Ganz großes persönliches Ziel. Und da war es natürlich in diesem Jahr besonders schwer mit anzusehen, dass bei dem die Karriere ordentlich gezündet hat mit dem großen Kampf in Las Vegas gegen Tyson Fury. Ob man selber dann zu Hause auf dem Sofa sitzt oder liegt und nicht so richtig eingreifen kann. Schön, gute Rechte von Perwitza. Wechselt die Auslage. Ja, wird schnell ermahnt von Jürgen Langos. Weggerutscht und nur zu Boden gedrückt, kein Niederschlag. Letzte Minute in Runde 4. Nur auf den Hinterkopf bzw. nur in den Nacken gekommen mit dieser rechten. Julian Krasniqi sitzt ebenfalls hier in Koblenz am Ring. Schaut ganz genau hin. Hält auch große Stücke auf Alban Perwitza. Europameister und WM
Herausforderer Luan Krasniqi. Die Linke von Albon Perwiczai kommt gut. Das Problem bei dieser Linken ist, dass es häufig auch den Konter gibt von Dusan Velicic, der sofort dagegen hält und der dann eben auch mit der Führhand durchkommt. Werden wir gleich in der Zeitlupe fast noch mal sehen. Vielleicht dann in der nächsten Runde. In der Art und Weise, wie er es zuletzt gemacht hat und sicherlich auch weiter probieren wird. Da merkt man eben die Pause. Die Spritzigkeit von Albon Perwiczai ist nicht mehr oder noch nicht ganz so, wie es vorher war. Hier muss er ein bisschen fighten. Seconds out, please end. Und man merkt auch, dass da noch ein bisschen was fehlt, ohne sich große Sorgen machen zu müssen. Versucht die rechte also drüber ins Ziel zu bringen. Und das gelingt dann gut, wenn die Führhand auch gut trifft. Wenn, das können Sie ein bisschen mitbeobachten, seine eigene Führhand eben nicht trifft. Und wenn er sie daneben schlägt und eben nicht mit der gleichen Wucht da durchkommt, dann ist auch die rechte so schlecht vorbereitet, dass sie eben nicht ins Ziel findet. Also im Grunde kann man schon so ein bisschen den Erfolg der rechten davon ab. Lesen, was die Führhand vorher gemacht hat. Wird der Versuch mit dem linken Haken. Man versucht es auch immer mal wieder durch die Mitte. Velicic hat schon ein gutes Arsenal an Schlägen. Vor allen Dingen, weil er dann die Deckung auch so tief hängen lässt. Dann ist natürlich es vergleichsweise einfacher, da auch den Aufwärtshaken durchzubringen. Er probiert das immer mal wieder, variiert gut über die Außen, variiert gut, dass er es eben auch versucht, dann durch die Mitte den Schlag durchzubringen. Deutlich über 100 Kilo. Fliegt dann natürlich auch einiges durch die Luft. Also ist Albon Perwiczai mehr als gut beraten, da eben die Deckung auch dazu lassen, wo er sie gerade hat. Matlan kam dennoch eine rechte durch. Der Versuch mit der rechten von Velicic. Ende Runde 5. Das kann noch sehr, sehr interessant werden. Und das Timing wird nicht unbedingt besser, wenn die Kondition schwindet. Er muss richtig fighten, er kassiert Treffer. Und in der Ecke von Dusan Velicic wittert man so ein bisschen hier Morgenluft und hofft und glaubt, wenn man jetzt noch einen Zahn zulegt, dass das nochmal deutlich interessanter werden kann. Geht hier heute vielleicht was schief?
Seconds out. Eine deutliche Ringfrei-Führung. Runde. Von Alvin Perizai. Ja, ich bin hier der Chef. Das versucht er zu sagen. Jürgen Langos und das Lächeln von Alvin Perizai gibt ihm zumindest für den Moment recht. Er darf jetzt auch nicht zu sehr verkrampfen, darf jetzt auch nicht zu sehr es versuchen, das alles hier mit einer Rechten möglicherweise gerade zu rücken, was ihm gerade nicht so passt. Die boxerische Linie, die gilt es zu finden, zu halten, durchzusetzen. Raus. Dann wird er ausgespült und wieder reingesetzt. Oh, schön. Gute Linke, muss man sagen. Immer wieder. Hoppala. Die Anfeuerungsrufe sind da für Alvin Perizai. Also jetzt nicht die Nerven verlieren. Jetzt ruhig bleiben und eben nicht versuchen, mit noch mehr Kraft irgendwas wieder aufzuholen. Hinter mir ruft Luan Krasniqi immer wieder, arbeite mit der Führhand, die boxerische Linie reinbringen. Kraft raus, die Linke ins Ziel. Das könnte eine ganz gute Idee sein. Gut. Viel getroffen. Schaut rüber in die Ecke zu Uli Wegner, Alvin Perizai. In der Hoffnung, dass da der richtige Tipp kommt. Nicht runterdrücken, die Ermahnung von Jürgen Langos. Und auch da in ein paar Sekunden von der Uhr. Aufwärtshaken. Das geht auch zu leicht. Die Dinger dürfen so nicht durchkommen. Also das hier kann richtig gefährlich werden noch. Wir sind am Ende der sechsten Runde. Und er kriegt harte Treffer. So klar, so deutlich wurde er noch nicht getroffen. Jetzt gleich kommt die Pause und der Gegner Vilicic, der spürt und merkt und glaubt, da fehlt nicht mehr viel. Ja. Break-Kommando überhört. Kopfzeichen, die letzten Sekunden nochmal gute Treffer. Puh. Können wir mal drauf schauen auf die Schläge, die Alvin Perizai möglicherweise sowieso gerade noch spürt. Der Aufwärtshaken war gut. Es kamen noch zwei, drei weitere ins Ziel. Und die Körpersprache von Perizai ist gerade nicht sonderlich vielversprechend. Der merkt, dass hier die letzten Runden anstehen. Sprich, auf der Suche nach Konditionen, nach den letzten Körnern. Seconds out und ringfrei für Runde 7. Also letzte Runde definitiv eine Runde für Vilicic. Wie geht er damit um, Alvin Perizai? Ja, schön aufwärts, muss man dummerweise diesem Herrn Vilicic lassen. Ist da sehr variabel. Und der nimmt eben auch mal die Kraft raus und der lässt das eben auch mal ganz locker einfach so
nach oben gleiten förmlich, diese rechte, ohne da immer die volle Wucht reinzulegen, um danach eben auch mit der Schlaghärte zu variieren. Dann kommt die linke, es kommt die reingekippte rechte. Es sind diese Kämpfe, an denen du wächst. Phasenweise zu einfach, da durchzukommen. Das Gute mit der Kondition ist, auch beim Gegner, ist die nicht mehr ganz so hoch und nicht mehr ganz so frisch. Und da war dann die Rechte von Albon mal wieder im Einsatz. Zeit wird angehalten. Was haben wir? Tape. Oder? Jawohl. Also, muss ein bisschen nachgearbeitet werden. Und das bringt ein wenig Verschnaufmöglichkeiten für Albon Pervicay, die der dankend annimmt und auch gut gebrauchen kann. Und auch nochmal rüberschaut, was sagt denn Uli Wegner? Oder was zeigt er denn an? Was soll er denn tun? Und wie soll er das machen? Und das ist in der Tat jetzt sehr lange, wie das braucht bei Velicic, bis man da den Handschuh wieder so weit präpariert hat, dass es weitergehen kann. Alle Sekunden, die Pervicay helfen. Gute Hände nochmal. Oh, oh, das wird eine schwere letzte Runde. Wir können die Szenen noch mal sehen. Ja, ordentliche Aufwärtshaken. Da ist er zu. So wie deutlich zu sehen ist, gehen wir in die achte Runde. Das ist die letzte Runde dieses Kampfes. Und das bedeutet, die Kämpfer brauchen noch mal die gesamte Unterstützung des Publikums hier in der CGM Arena. Wenn der Ringsprecher sagt, die Kämpfer brauchen noch mal alle Unterstützung, dann meint er vor allen Dingen wohl auch Albon Pervicay, der alles an Zusatzenergie sehr gut gebrauchen kann. Und ich glaube, dass der Gegner Dusan Velicic in den Seconds out. Kommenden drei Minuten ringfrei zur letzten noch mal alles reinlegen wird. Runde. Die Fans sind da für Albon Pervicay. Natürlich geschlossen zu halten, die Doppeldeckung aufpassen auf die Aufwärtshaken.
Das Problem ist, wenn man in der Mitte zu sehr zumacht, wäre theoretisch über außen halt auch wieder etwas mehr Trefferfläche vorhanden. Zwei Minuten noch. Bisschen drunter. Zu wenig präzise von Pervizain. Und der Blick von Uli Wegner ist auch ein bisschen sorgenvoll. Eine Minute noch. Das sind alles wichtige Sekunden für Alboin Pervizay, der in den letzten Runden hier alles andere als mit Ruhm bekleckert hat. Aber es kommt auch von Veletic wenig. Nochmal eine Hand. Und nochmal zwei, drei Dinger und dann halten. Ein paar Sekunden noch. Und das ist der Gong und das ist das Ende dieses Kampfes. Und das waren am Ende hart, hart, hart umkämpfte 8 Runden. Vor allen Dingen die letzten Durchgänge. Da musste er richtig ans Eingemachte, Alboin Pervizay. Und deswegen fällt der Jubel auch entsprechend kurz aus. Ja, die lockeren Hände von Veletic. Schön gearbeitet hat. Und da warten wir auf das Punkturteil. Und da darf man nun in der Tat gespannt sein. Also zu Beginn gut losgelegt von Alboin Pervizay. Keine Frage. In den ersten beiden Runden hat er. Dritte, da wird schon ein bisschen schwieriger. Sechste, siebte Runde, auch da wohl keine Frage, dass die eher an Veletic gehen. Es muss ein knappes Urteil sein, oder gibt es nur einen Sieger? Die Distanz gegen dieser Kampf im Schwergewicht. Hart erkämpft. Nach Punkten. Der wackelt immer noch, der ist fertig, Alboin Pervizay. Singt mit 2-1 Richterstimmen. Hat er das noch? Dusan Veletic! Nee, 2-1 Punktsieger, Dusan Veletic. Du kannst den Kampf unentschieden geben, du kannst ihm Veletic geben. Richtige Entscheidung.